In den meisten Regionen ist ein effektives Karpfenangeln aufgrund der Ausgangsbeschränkung und des Nachtangelverbotes derzeit nicht zu denken. Also lasst uns die Zeit um 2 Monate zurückdrehen, denn da konnte man mit der richtigen Strategie noch richtig, richtig gut abräumen. Yo, servus, ich bin der Basti, ich bin 21 Jahre alt und ja, was soll ich sagen, ich bin der neue Kameramann für Nash Deutschland. Einige könnten mich vielleicht schon aus alten Projekten kennen, die meisten werden es allerdings sicherlich nicht tun. Und damit ihr Bescheid wisst, wer ich bin, beziehungsweise was ich schon für Projekte gemacht habe, hier mal ein kurzer Einblick. Warum ich mich gerade ausgerechnet im Auto befinde, hat einen Grund. Und zwar haben wir gerade Anfang Dezember, in circa 2 Wochen wird wahrscheinlich das Nachtangeln in Deutschland so wie den meisten umliegenden Ländern verboten sein aufgrund von der Ausgangsbeschränkung. Und ja, deswegen befinde ich mich gerade in Zentralfrankreich. Ich habe jetzt schon 6 Stunden Fahrt hinter mir. Leider, wirklich leider, liegen noch genau so viele Stunden vor mir. Also es ist insgesamt eine Anreise von 12 Stunden. Aber am Ende dieser Reise treffe ich auf Olaf und Patrick, weil die zwei verbringen nochmal eine Woche in einem kleinen Pay Lake. Und was die zwei da fangen, beziehungsweise was die zwei da erleben, das erzähle ich euch in diesem Video. Einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ablegen und dann läuft's. Winterfisch Anfang Dezember, unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Mega geiler Fisch. Mehr geht nicht. Das ist der erste Dicke. Das war noch nicht alles. Was danach passiert, wirklich regelrecht einer Fangorgie für diese Jahreszeit. Einfach geil. Mega. Hier ist das Brett. Hol ihn dir, Digga. Hol ihn dir. Winterangeln vom Feinsten. Richtig geil. Hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir wollen euch hier herzlich begrüßen bei der Wintersession, die ich mit Olaf in Frankreich absolvieren darf. Wir haben die Möglichkeit von Jerome von The Carp Specialist bekommen, hier ein richtig, richtig cooles Gewässer zu befischen. Aber bevor wir darauf eingehen, möchten wir euch erstmal 2 Fische zeigen, die wir im Vorfeld bei mir in der Heimat noch überlisten konnten. Wir haben jetzt Anfang Dezember, aber die Fische sind uns einfach die Bude am Einrennen. Der hier ist wieder auf einen 15 mm Kaltschat gelaufen. Ich bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Die Fische sind noch im Futter. Citrus Kaltschat hat wieder zugeschlagen. 20 Kilo plus. Ich bin begeistert. Nachdem wir am Sonntag hier gesund und munter angekommen sind, bei uns zu Hause war Schnee und Eis und Glätte. Meine Frau hatte schon arge Bedenken, dass wir die Fahrt überhaupt antreten sollten, aber Olaf und ich haben uns dazu durchgerungen, doch durchzustarten. Und von Kilometer zu Kilometer, wo wir weiter in den Süden reingekommen sind, wo das Wetter auch sehnlichst besser, sind wir jetzt Gott sei Dank am Gewässer angekommen. Wir sind dann erstmal eine Runde um den See gelaufen, weil der See uns aus der Vergangenheit auch absolut unbekannt war und wollten uns erstmal einen Überblick darüber verschaffen, haben uns jetzt diverse Plätze rausgesucht, die für uns gerade im Winter eigentlich nach echten Hotspots ausgesehen haben und werden unsere Routen jetzt da erstmal großflächig verteilt hinlegen, um zu gucken, wo wir Fische ausmachen können oder wo wir den ersten abgreifen können.
Nachdem wir die Routen gelegt haben, kam dann ja wirklich spät in der Nacht der Basti um die Ecke gefahren. Wir haben ein königliches Barbecue vorbereitet. Ich glaube, der Basti, der konnte so richtig runterkommen. Ja, wir haben uns das richtig gut gehen lassen und ja, nachdem wir dann aufgegessen haben, sind wir dann auch relativ zeitnah in unsere Betten gegangen. Jeder von uns, der Patrick und ich, haben quasi eine Blockhütte bezogen und der Basti ist dann in seine eigene luxuriöse Großraumhütte gewandert. Nachdem die Temperaturen tagsüber den Anschein erwecken ließen, dass wir uns ja teilweise im Frühling schon befinden, mussten wir dann doch feststellen, dass es nachts verdammt kalt wird. Und Männer, ging was? Nicht mal ausschlafen lässt dort. Ja, bis auf ein paar einzelne Pieper ging gar nichts. Aber wir haben uns halt schon überlegt, eben gerade als wir kurz wach waren, dass wir die Route auf jeden Fall gleich einmal hinten in die Bucht reinfahren. Okay. Und da mal gucken, was da so los ist. Weil da scheint die Sonne gleich hochzukommen, da ist es ein bisschen windstiller. Ja, und da ist halt ein kleiner Einlauf. Ne, und der Spot sieht einfach so prädestiniert aus, dass man da einfach mal eine Route versuchen muss. Aber erst wenn uns so eine Stunde schlafen lässt. Richtig geiler Fisch. Richtig schön, dass das so schnell geklappt hat. Mega, alles richtig gemacht. Nach diesem Fisch habe ich die Zeit genutzt und mal nachgefragt, wie die Jungs genau fischen. Rigs verwenden wir eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, ganz normale Standard-Rigs, wie Patrick und ich sie auch im Sommer verwenden. Das Einzige, was wir halt machen, wir gehen hin und kürzen die Vorfächer halt ein wenig. Und wo wir halt besonders darauf achten und auch wirklich penibel sind, ist, dass der Haken immer extrem scharf ist. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Fische sind nicht so aktiv unterwegs, sie fressen nicht so wild. Der Fressrausch wird eher gehemmt, sag ich mal. Und dadurch haben die Fische halt mehr Zeit und mehr Ruhe, den Köder aufzunehmen und den Haken eventuell da auszuspucken. Habt ihr einen extrem scharfen Haken, dann bleibt der Haken unter Umständen kleben, auch dann, wenn der Fisch sich nicht ruckartig bewegt. Zu den Ködern ist zu sagen, ja, wir fischen im Winter eigentlich so wie fast immer unsere Citus Range. Wir angeln so ein bisschen ja, mit unseren ummantelten Kalchit Hookbaits, egal ob es jetzt Pop-Ups oder halt Bottom-Baits sind. Und bisschen Flakes dazu, ein bisschen PBA-Sticks. Wir haben unsere PBA-Sticks extra vorher in Zitrussirup eingelegt, damit sich dieses PBA noch mal ein bisschen vollsaugt und unter Wasser eine richtig schöne Bombe abgibt. Auf die Menge des Futters sollten wir vielleicht noch so ein bisschen eingehen. Haltet es bitte immer so gering wie möglich. Fangt mit so wenig Futter wie möglich erstmal an. Ihr macht euch sonst echt den Futterplatz unter Umständen kaputt, weil die Fische sind halt nicht aktiv. Die Fische haben wirklich sehr, sehr kurze Zeitfenster, an denen sie fressen. Es ist nicht so, wie viele Leute immer behaupten, dass die Fische im Winter nicht aktiv sind. Das ist nicht so. Ja? Wir müssen einfach nur das Zeitfenster suchen und unseren Köder und unser Futter einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ablegen und dann läuft's. Und genau das ist das Stichwort. Merkt euch diesen Satz, denn was später in dieser Session passiert, ist der absolute Wahnsinn.
Fisch vom Morgen blieb leider der einzige an diesem Tag. Aber das war gar nicht so schlimm. Wir haben das Beste draus gemacht und die Zeit zusammen so richtig genossen. Auch die komplette Nacht verlief erstmal ruhig, bis ich dann morgens vom vorbeirennenden Patrick geweckt wurde. Es war wieder die Rute vor dem Einlauf, die abgerannt ist. Aber weil die Jungs Lauf auf Lauf fischen, war diesmal nicht Olaf, sondern Patrick an der Reihe. Und bis ich mit meiner Kamera bei ihm war, hatte er den Fisch auch schon im Kescher. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Nachdem Olaf ja gestern Morgen schon einen richtig geilen Winterfisch überlisten konnte, ist jetzt gerade in den frühen Morgenstunden die Route erneut abgelaufen. Und was dabei rumgekommen ist, einfach unbeschreiblich. Ich hatte ja das Glück, auch schon mal am Gouloir meinen Traum zu erfüllen mit diesem Koi-Zeiler. Und was jetzt dabei rausgekommen ist, einfach ohne Worte. Die Jahreszeit, so ein Fisch, zwar nicht der größte, aber definitiv ein richtig, richtig schöner Fisch. Ich zeige euch den jetzt mal oder versuche es zumindest, wenn er mitmacht. Richtig, richtig geiler Fisch. Winterangeln vom Feinsten. Was hältst du davon, was denn der Koi gegangen ist hier? Also ich würde auf jeden Fall, die Ecke, die sieht so einladend da hinten aus. Also ich würde definitiv auch noch eine Route da hinlegen. Ne? Ich denke auch. Gerade die einzelnen Fische, die hier in die Bucht reinziehen oder so, vielleicht kriegen wir da den einen oder anderen abgegriffen. Jo, meinst du nicht, dass wir uns den Platz hier kaputt machen? Ich glaube nicht, wenn wir die Schnur schön absenken, parallel irgendwie zum Ufer legen, da wird nicht viel passieren. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass Angler so Hand in Hand und zusammen fischen wie Patrick und Olaf. Und genau deswegen habe ich da auch mal genauer nachgefragt. Patrick und ich haben uns kennengelernt durch unsere Zusammenarbeit bei Nash. Daraus ist eine echte Freundschaft geworden, was sich halt auch in unserer Angelei widerspiegelt. Ja, wir arbeiten als Team zusammen, das ist wichtig, weil dadurch ergänzen wir uns und sind auch viel effektiver bei unserer Angelei. Wir arbeiten zum Beispiel so, dass wir jedes Mal, bevor wir irgendwo eine Session starten, dass wir uns halt absprechen, wer bringt was mit. Wir gucken uns schon mal die Spots an, ungefähr per Google Earth, ja, wo was laufen könnte. Und direkt am Wasser besprechen wir das Ganze natürlich auch nochmal. Wir haben quasi nicht nur drei Routen oder wenn vier Routen als Einzelperson zur Verfügung sind, verfügbar, sondern wir haben sozusagen dann entweder vier oder acht Routen, mit denen wir strategisch sozusagen vorgehen können. Und das ist das, was das Ganze nachher wirklich interessant macht. Es spiegeln sich Spots heraus, die wir so ohne weiteres vielleicht gar nicht befischt hätten. Neid und Missgunst ist auch ein ganz großes Thema, gibt es bei uns zum Beispiel auch überhaupt gar nicht, sonst würde diese Freundschaft nicht schon so lange halten. Patrick und ich angeln jetzt seit 3 Jahren zusammen, seit 2 Jahren wirklich sehr, sehr eng. Und wie gesagt, die Freundschaft ist auch das, was jetzt gerade zu diesen ganzen kalten Zeiten im Winter das widerspiegelt. Es ist aufeinander Verlass. Man sitzt nicht den ganzen Abend ab 16 Uhr alleine im Zelt, sondern man hat jemanden zum Reden, man kann vernünftig zusammen essen. Und das Allerwichtigste, was ich jedem noch mal ganz kurz mit auf den Weg geben möchte, freut euch über jeden gefangenen Fisch, den ihr zusammen gefangen habt. Neid und Missgunst gehört hier nirgendwo hin. Die Jungs konnten sich bis dato echt nicht über ihren Fangerfolg beklagen. Dennoch entschieden sie sich, die meisten Routen nochmal um ein paar Meter umzulegen. Und ja, diese Entscheidung stellte sich als goldrichtig heraus.
denn was danach passierte, glich regelrecht einer Fangorgie für diese Jahreszeit. Das ist der erste Dicke. Hier ist das Brett. Winterfisch Anfang Dezember. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Mega geiler Fisch. Mehr geht nicht. Einfach geil. Mega. Was für geile Fische. Aber ich sag euch eins, das war noch nicht alles. Hol ihn dir, Digga, hol ihn dir. Auf dem Weg zurück und mit dem Fisch im Schlepptau hat Patrick die Rute dann gleich wieder auf den Spot gelegt. Richtig geiler Winterfisch. Absolut unfassbar. Hat sich gerade unseren 15 mm Kaltschott Hookbait eingepfiffen. Winterangeln vom Feinsten. Richtig geil. Wir haben uns diese Woche ganz bewusst für den Pay Lake hier entschieden. Wir haben es eigentlich aus mehreren Gesichtspunkten so ausgewählt. Erstens, wir wollten halt ein Gewässer haben, wo wir definitiv unter normalen Umständen im Winter mit Aktionen rechnen können. Wir wollten ein bisschen was an Komfort und Luxus haben. Wie ihr auch im Video sehen könnt, haben wir jeder eine Holzhütte, die uns zur Verfügung steht. Wir haben halt viel weniger Material, was wir mitschleppen müssen. Wir haben uns zwar für unsere Social-Abende, auch wie jetzt hier, unser Gazebo aufgebaut, damit man halt einfach gemütlich zusammensitzen kann und das Ganze auch so ein bisschen zelebrieren kann, weil gerade im Winter, die Nächte sind halt extrem lang, kalt, ne? So würde jeder immer einzeln in seinem Zelt sitzen. Und deswegen haben wir uns diese Woche gerade hier für so ein Pay-Lag entschieden. Außerdem ein Riesenvorteil, der natürlich an so einem Pay-Lake vorhanden ist. Wir haben sanitäre Anlagen, es sind zwei Toiletten vorhanden, wir haben eine Dusche. Gerade wenn nach einem gefangenen Fisch die Finger einem abfallen, weil wir bei 3,5 Grad Wassertemperatur ist das also äußerst unangenehm. Und dann hat man die Option, einfach auch mal warm duschen gehen zu können. Für mich wurde es so langsam an der Zeit, mein Kamerazeug einzupacken und Abschied zu nehmen. Doch davor gab es noch einen Fisch, der wohl unbedingt noch vor die Kamera wollte. So, das war jetzt aber der letzte und ich mache mich jetzt aus dem Staub, damit die Jungs noch ein paar Tage Urlaub ohne Kamera genießen können. Ach so, und noch was,
Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir dein Feedback in den Kommentaren da lässt und im besten Fall auch noch diesen Kanal abonnierst, damit du beim nächsten Video auch ganz sicher mit am Start bist. Jo Jungs. Hi, was geht? Hey. Ich werde es dann backen, ne? Hast du schon zusammengepackt? Ich habe schon alles gepackt, ist alles im Auto. War mir eine Ehre mit euch. Ja, uns auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Richtig, richtig cool. Ja. Danke für die gute Verpflegung auf jeden Fall. Dann sage ich. Gerne, gerne. Ciao. Wenn du unterwegs bist, musst du 2 Kilo zu. Das habe ich gemerkt. Also, Boys, haut da rein. Ja, vorsichtig. Mach ich. Bis dann. Ciao. Ciao.